sich dagegen wehren. So hat es im April noch getönt, bevor gestern der Bundesrat Alain Berset einen weiteren Warnschuss abgegeben hat. Mit einer Änderung des Sprachgesetzes will er alle Kantone zum Frühfranzösisch lernen in der Primarschule zwingen. Darum ist der Kanton Thurgau in einem Zwiespalt. Wir wissen, das ist ein parlamentarischer Auftrag. Den kann man nicht einfach so negieren und sagen, machen wir nicht. Auf der anderen Seite werden wir sicher auch mit analysieren und schauen, was jetzt auf Bundesebene läuft. Unsere Kräfte werden wir jetzt natürlich in erster Linie bündeln, um in der Vernehmlassung gegenüber dem Bundesrat unsere Argumente darzulegen, wieso das eben nicht intervenieren soll. Interveniert wird auch im Kanton Zürich. Die Volksinitiative «Mehr Qualität, eine Fremdsprache an der Primarschule» ist in den Startlöchern. Allerdings empfiehlt der Regierungsrat dem Kantonsrat, diese abzulehnen und fährt so auf einer anderen Schiene als der Kanton Thurgau. Weil wir davon überzeugt sind, dass unser Sprachkonzept verhebt, weil wir auch davon überzeugt sind, dass die jungen Menschen in unserem Land und insbesondere die Schülerinnen und Schüler in Zürich sollen in Genuss kommen von zwei Fremdsprachen, also sollen Englisch können lernen und Französisch. Und wir finden das gut so, wie es ist und das Gesamtkonzept verhebt. Auch wenn die Zürcher Regierungsrätin fürs Frühfranzösisch ist, die Intervention vom Bundesrat findet sie, wie auch die Thurgauer Regierungsrätin Monika Knill, falsch. Ich bedauere es allerdings ein bisschen, dass zum jetzigen Zeitpunkt eigentlich schon von Seiten des Bundesrats interveniert wird, weil ich bin der Meinung, dass die Kantone da sehr gut am Weg sind und dass man da auch gute Lösungen angestrebt hat und sicher auch gefunden hätte. Durch den Druck, den der Bundesrat auf die Kantone ausübt, entsteht laut Christian Amsler, Präsident der Konferenz der Erziehungsdirektoren der Deutschschweiz, eine grosse Gefahr. Wenn es jetzt zu einer grossen Sprachendiskussion kommt und auch zu einer Zerreissprobe, dass schlussendlich dann sogar aus Rücksicht aufs Französisch das Englisch gekippt wird aus der Primarschule und auf die Oberstufe geht, das fände ich verheerend für unsere Jungen, für die Eltern, für die Wirtschaft. Der Bundesrat Alain Berset würde es begrüssen, wenn die Kantone untereinander eine Lösung finden würden. Wenn das nicht passiert, hätte er aber die Kompetenz zum Handeln.